Beim Wohnwagen L1 wurde vor allem auf die Aerodynamik geachtet, die nach Angaben der Entwickler dreimal besser ist als bei herkömmlichen Wohnwagen. Mit einer Höhe von ca. 2,20 Meter hat der L1 eine schlanke aerodynamische Form. Der niedrigste Schwerpunkt, die am Chassis montierten Batterien und der elektrische Antriebsstrang sorgen für eine optimale Zugkraft. Zusätzlich ist der Anhänger mit eigenen Motoren ausgestattet, die 482 Kilometer Reichweite aus eigener Kraft ermöglichen. Der Wechsel vom Straßen- in den Camping-Modus erfolgt per Knopfdruck. Im Innern gibt es alles, was man für einen komfortablen Aufenthalt für 4 bis 6 Personen braucht. Die Solarzellen auf dem Dach liefern bis zu 3 Kilowatt Strom. Während die einen mit der Motorhaube des Tesla Cybertrucks Karotten schneiden, bauen andere ein Autogeschäft auf. So hat das kalifornische Startup Space Campers ein herausnehmbares Campingmodul entwickelt, das den Cybertruck in ein Haus auf Rädern verwandelt. Je nach Kundenwunsch kann das Modul mit Dusche, Wärmedämmung, Solarzellen, Projektor und anderen zivilisatorischen Annehmlichkeiten ausgestattet werden. Das Modul kostet etwa 24.000 Euro. In die gleiche Richtung denken die Macher von Cyberlander. Ihr Campingmodul ist kompakt und passt zusammengeklappt in den Kofferraum. Auf dem Parkplatz verwandelt es sich in ein Mini-Haus mit separatem Bad und 500 Watt Solarzellen. Der Preis liegt mit rund 37.000 Euro höher als bei der Konkurrenz. So sieht es aus, wenn die Sattelzugmaschine Mercedes-Benz Actros Gigaspace in einem italienischen Yachtinterieurstudio landet. Heute ist daraus ein Luxuskarawan von Demble Motorhome geworden, der maritimes Flair versprüht. Der Innenraum ist so komfortabel wie möglich ausgestattet. Der einzigartige Grundriss kommt ohne Stufen aus. Es handelt sich praktisch um eine Einzimmerwohnung mit 2,10 Meter Höhe. Die interessanteste Lösung wartet im hinteren Bereich. Es handelt sich um eine Garage, die Platz für ein Auto mit bis zu 4 Metern Länge bietet. Direkt darüber befindet sich ein Schlafzimmer. Für Smart-Autos bieten die Italiener aber auch eine kleinere Garage an. Oder eine noch kleinere für Roller und Fahrräder. Der Romotov T8 ist der nächste Schritt in der Evolution des mobilen Lebens, da sind sich die Entwickler sicher. Auf Knopfdruck dreht sich die Kabine innerhalb der Außenhülle. Wie so mancher USB-Stick. Doch diese Option dient nicht nur der Schönheit. Durch die Drehung vergrößert sich die Fläche um 70%. Die Wohnfläche beträgt 29 Quadratmeter mit Möbeln und Geräten. Rund 267.500 Euro kostet das ungewöhnliche Wohnmobil. Zu teuer? Dann schaut euch die Version C8 an. Das ist nämlich ein separates T8-Fahrerhaus mit der gleichen technischen Füllung und die Außenhülle kann man nachkaufen. Motorsportfans kennen den Begriff Motorhome. Dabei handelt es sich um einen mobilen Raum, in dem die Teammitglieder untergebracht sind. Oft sind die Motorhomes wirklich riesig. Der CMC Athena zum Beispiel hat nach allen Umbauten eine beeindruckende Fläche von 80 Quadratmetern. Und weil so viel Platz zur Verfügung steht, kann an einem Ende eine Besprechung stattfinden, während am anderen Ende das Abendessen vorbereitet wird. Die Länge des Wohnmobils beträgt 13,6 Meter. Die Breite kann durch ausziehbare Sektionen auf bis zu 6 Meter erweitert werden. Alle Wohnmobile lassen sich in zwei Kategorien einteilen. Teuer und sündhaft teuer. Die Yacht auf Rädern namens Elysium kann man der zweiten Kategorie zuordnen.
Die Idee stammt von der amerikanischen Firma Furion, die sich auf die Innenausstattung von Autos, Yachten und Häusern spezialisiert hat. Welcher Bus als Basis für Elysium diente, verraten die Macher nicht. Aber das 13,70 Meter lange Wohnmobil bietet Platz für alles, was man braucht. Ein Wohnbereich mit modernster Technik, eine Küche mit eingebautem Kühlschrank und Geschirrspüler, ein Wohnzimmer mit 75 Zoll Fernseher sowie Toilette und Dusche. Doch das war den Ingenieuren noch nicht genug. Sie bauten eine Plattform mit einem Robinson R-22 Hubschrauber auf dem Dach ein. Sieht aus wie etwas für Superhelden. Bruce Wayne hätte sicher seine Freude daran. Bisher wurde nur ein einziges Exemplar gebaut. Aber falls jemand die Yacht kaufen möchte, ist die Firma Furion bereit, diesen Wunsch zu erfüllen. Der Preis ist unbekannt, aber man weiß, dass allein der Hubschrauber 237.000 Euro kostet. Wir streben nach einer nachhaltigen Zukunft, in der das Leben von der Sonne angetrieben wird, sagen die Studenten der Technischen Universität Eindhoven, die das Unternehmen Solar Team Eindhoven gegründet haben. Stolz präsentieren sie den weltweit ersten solarbetriebenen Geländewagen Stella Terra. Das Auto hat sich nicht nur auf asphaltierten Straßen, sondern auch in unwegsamem Gelände als ziemlich ausdauernd erwiesen. Um dies zu beweisen, reisten die Entwickler nach Marokko, wo der SUV unter anderem in der Sahara harten Tests unterzogen wurde. Die gesamte Oberseite des Stella Terra ist mit Solarzellen bedeckt, die das Auto völlig unabhängig von anderen Energiequellen machen. Der SUV beschleunigt auf 145 km/h und hat eine Reichweite von 630 Kilometern. An einem sonnigen Tag, versteht sich. Dieses Wohnmobil der chinesischen Firma SAIC Motor heißt V90 Villa Edition. Auf der Straße sieht es aus wie ein normales Wohnmobil. Doch wenn man am Übernachtungsplatz ankommt, entfaltet es sich auf seine ungewöhnliche Weise. Die versenkbaren Elemente vergrößern die Gesamtfläche des Erdgeschosses auf 20 Quadratmeter. Es gibt einen Wohnraum, eine Küche, einen Tresen und ein Bad. In den zweiten Stock mit einer Fläche von 12,3 Quadratmetern führt ein echter Aufzug. Im Obergeschoss kann ein offener Wintergarten, eine Teestube oder sogar ein Büro eingerichtet werden. Die Transparenz der Fenster wird individuell eingestellt. Und natürlich können die Wohnräume mit Audiosystem, Waschmaschine, Küchenzeile, Klimaanlage und Infotainment-Bildschirm ausgestattet werden. Wer sich den V90 Villa Edition zulegen möchte, muss mit Kosten in Höhe von 388.000 Euro rechnen. Wohnmobil mit Designelementen von Rennwagen, Yachten und Flugzeugen. Ein gewagter Anspruch. Aber die Entwickler von Element Palazzo Superior sind selbstbewusst. Mal sehen, was sie sich haben einfallen lassen. Die Kabine sieht wirklich aus wie ein Jet. Und die Dachterrasse sieht so aus wie das Deck einer Yacht. Auch die Innenausstattung enttäuscht nicht. Man kann sich auf einem 4 Meter langen Sofa entspannen und sich an der Bar bedienen. Und es gibt sogar eine Eiswürfelmaschine. Das Schlafzimmer ist mit seinem King-Size-Bett eine wahre Oase der Ruhe. Der Anbieter arbeitet übrigens mit dem britischen Königshaus zusammen. Der Preis wird nicht genannt, aber Gerüchten zufolge soll es das teuerste Wohnmobil der Welt werden. Das ist kein Haus auf Rädern, sondern ein ganzes Hotel. Im Jahr 2017 beschlossen die beiden Reisenden Daniela und Eduardo, ein neues Konzept zu entwickeln, um ihren Lebensstil mit Gleichgesinnten zu teilen und ihnen die Möglichkeit zu geben, bequem zu reisen. Gesagt, getan. Sie kauften eine Mercedes Actros Sattelzugmaschine und verwandelten sie in ein Hotel auf Rädern. Nun rollt das 13 Meter lange und 6,50 Meter hohe Truck-Surf-Hotel durch Marokko und Portugal und begeistert Surf- und Reisefans. Die Atmosphäre ist gemütlich. Es gibt eine Küche, ein Wohnzimmer, eine Lobby und 5 Zimmer.
Das Hotel bietet Platz für maximal 10 Personen pro Fahrt. XBus ist zwar kleiner, aber aufgrund seiner Vielseitigkeit mindestens einen Platz auf dem Siegertreppchen wert. Im Grunde ist der XBus ein großer Baukasten mit einer Reihe von Modulen. Ein Pickup? Kein Problem. Ein Minibus? Auch dafür gibt es ein Modul. Wie wäre es mit einem Doppelwohnwagen, einem Cabrio oder einem Shuttle? Auch kein Problem. Außerdem fährt der XBus elektrisch und hat eine Reichweite von ca. 600 Kilometern. Es gibt Allradantrieb, Rekuperation und Solarzellen auf dem Dach. Die Basisversion des XBus kostet ohne Zusatzmodule 17.380 Euro. Volkner Mobil Performance. Das sind 12 Meter Luxus in Form eines Reisemobils. Unter anderem gibt es eine Garage für ein bis zu 4,60 Meter langes Auto, eine Volkner U-Heizung und Klimaanlage und eine intelligente beheizte Toilette. Weitere Extras sind ein 10 Kilowatt Dieselgenerator und ein 2,4 Kilowatt Solarpanel. Der Frischwasservorrat beträgt 1000 Liter. Alles in allem ist es ein Zimmer wie in einem Luxushotel, nur auf Rädern. Der Preis ist alles andere als günstig. Mit rund 1,9 Millionen Euro gehört der Performance S2022 zu den teuersten Reisemobilen. Der Earthroamer XV LTS ist ein Paradebeispiel für die Einheit der Gegensätze. Die Buchstaben XV stehen für Geländetauglichkeit und die Buchstaben LTS stehen für eine komfortable, luxuriöse Innenausstattung. Jeder Earthroamer XV LTS basiert auf einem Ford F550 und ist serienmäßig mit einem 6,7 Liter V8 Turbodiesel ausgestattet. Damit der Fahrer jede Strecke souverän meistert, wurden eigens für das Reisemobil Stabilisatoren entwickelt. Der Frischwasservorrat von 340 Litern reicht für mehrere Wochen. Leider wird der XV LTS nicht mehr gebaut. Einst kostete er 452.000 Euro. Nicht alle wollen ein Wohnmobil, das ausschließlich auf asphaltierten oder befestigten Straßen fährt. Viele Menschen lieben es, dorthin zu fahren, wo es keine Straßen gibt. Für solche Fälle eignet sich der Bruder EXP6 Camper. Ein Hauptmerkmal ist eine pneumatische Doppelquerlenkeraufhängung mit zwei Stoßdämpfern an jedem Rand. Die verbesserte Isolierung hilft, extremen Witterungsbedingungen standzuhalten. Der Bruder EXP6 verfügt außerdem über Solarmodule mit 800 Watt Leistung, eine Batterie mit 600 Ampere und einen Wasservorrat von 200 Litern. Genug für 6 Personen, um komfortabel zu leben. Was sagt ihr dazu? Abgerundet wird das Video durch das klassische Sunseeker-Wohnmobil. Der Classic 3010 DS ist eine praktische Lösung für den Familienurlaub und für 8 Personen ausgelegt. Toilette, Dusche, dreiflammiger Gasherd, Kühlschrank, TV – es ist alles vorhanden. Die S-Ecke lässt sich in einen weiteren Schlafplatz verwandeln. Dank der Bilder der Heck- und Seitenkameras behält der Fahrer die Straße im Blick. Rund 110.700 Euro kostet so ein Wohnmobil.